Volkskrankenkasse gesucht, oder? Achso, du hast es schon. Also gestern Abend gab es eine Runde mit Georg Genswein, der dabei war, und der sprach davon, dass das für beide wirklich eine absolute Herzensangelegenheit ist. Das muss auch wohl sehr emotional, gefühlsmäßig ergreifend gewesen sein. Die haben auch beide nicht mehr damit gerechnet, dass das so möglich gewesen wäre, und deswegen war das eine große, große Freude. Unser Generalvikar hier vom Bistum hat sofort gesagt, wir würden uns freuen und alles Mögliche in Bewegung setzen. Aber de facto ist es so, dass der emeritierte Papst in den Vatikan gehört und auch dorthin zurückfahren wird, nach allem, was im Moment feststeht. Ja. Bei dir traut sich keiner hin. Rocky passt auf.